Griechenland hat die Urlaubssaison eingeläutet und in diesem Zuge auch Kunst- und Kulturstätten wieder geöffnet. Dazu gehört das Akropolis-Museum in Athen mit seinen archäologischen Schätzen. Die zugehörigen Freiluftanlagen sind bereits seit März wieder zugänglich. Ich fand, heute war ein guter Tag, um mal wieder ins Museum und zur Akropolis zu gehen, bevor morgen alle kommen. Es wäre wohl sicherer, die Museen noch einige Zeit geschlossen zu halten. Es gibt ja während der Covid-Monate auch andere Möglichkeiten wie virtuelle Besuche, aber ich wollte dennoch herkommen und es vor Ort sehen. Griechenland braucht die ausländischen Gäste unbedingt. 34 Millionen kamen 2019. Im vergangenen Jahr folgte aufgrund der Coronavirus-Pandemie der Einbruch 78% weniger Urlaubsgäste. Das sorgte für erhebliche Mindereinnahmen.